Da sind wir jetzt auch in The Infected. Was ist The Infected? The Infected ist ein Zombie-Survival-Spiel. Nee, Zombie eigentlich nicht. Eigentlich sind es Zombies geklont mit Vampiren, kann man sagen. Das sind Vambies. Ja, also so Zombie-Hybriden, die uns da das Leben schwer machen. Und ja, was gibt's zum Spiel zu sagen? 7. August 2020 ist es rausgekommen. Das Ganze ist entwickelt und veröffentlicht worden von Digital Experience Studios. Befindet sich aktuell in der Early Access Phase und kosten tut das Ganze 11,59 € auf Steam. Das an der Stelle mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht ein, was man noch dazu sagen könnte. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ins Spiel rein. Es wird allerhöchste Zeit. Wir sind schon eine Stunde später und haben heute eigentlich noch gar nichts gezockt. Einstellung für Schwarmangriffe. Ja, es gibt Angriffe von Zeit zu Zeit. Wir stellen das jetzt einfach mal auf Tag 5. Vielleicht sehen wir nämlich dann heute noch so einen Schwarmangriff. Ich weiß nicht, wie lange ein Tag dauert. Spawnmenge können wir raufstellen auf 10. Da bleiben wir mal bei 3. Alle 3 Tage kommt so ein Schwarm vorbei, so eine Horde. Das Ganze ist aktiviert. Räuber sind aktiviert, also Bären, Füchse und Wölfe. Und ja, diese ja, Zombie-Hybriden sind natürlich auch aktiviert. Und wir nennen das Ganze auf ein neues. In der Hoffnung, dass es besser läuft als gerade eben. Green Hell mit Zombies, ja, so ungefähr. Das Ganze lässt daran erinnern. Ich war vorher kurz drinnen. Hab aber so vom Spiel noch nichts gesehen, also ich gehe da jetzt komplett unvoreingenommen an die Sache ran und lass mich überraschen, was kommt. So, halte F gedrückt, um das Tutorial und deine Werte anzusehen. Ihr seht hoffentlich was. Schaut zumindest gut aus. Ja, was müssen wir denn machen? Wir haben hier einen Kompass, wir haben Tutorial-Aufgaben und es ist März. Tag 1. 12:09 Uhr. Wir müssen Steine sammeln, Stöcke sammeln, verschiedenste Dinge herstellen. Und was mir schon mal gefällt, dass wir hier so viele schöne verschiedene Reiter haben. Wir müssen uns beispielsweise um den Durst kümmern, um Proteine, um Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und um Energie. Also ja, viel, das man beachten muss auf alle Fälle. Wir brauchen einen Stein. Okay, den können wir nicht einsammeln. Der schaut aber gut aus, oder? Ist der sammelbar? Ah ja, aufheben, kleiner Stein. Du denkst immer an Hold Your Own und Miss Survival. Ja, es hat schon irgendwie einen gewissen Ersteindruck. Ich kann ja auch mal testweise ins Inventar reinschauen. Das erinnert stark an Green Hell, dieses Inventar. Auch wenn man dann hier auf die Waffen schaltet. Auch dieses Rucksackmenü, sage ich mal. Also da sind mit Sicherheit gewisse Parallelen vorhanden. So, einen Stock bräuchten wir jetzt allerdings noch. Mal schauen, ob wir den finden. Oder irgendwas anderes, das wir einsammeln können. Mitten in der Pampa. Sind sie ähnlich oder gleich? Weißt du, was du meinst? So, Stöcke. Kann ich eigentlich. Nee, kann ich keinen Stock abbrechen? Stöcke, Stöcke, Stöcke. Irgendwo sollte doch hier eigentlich ein Stock rumliegen, oder? Würde man meinen. Wie groß ist eigentlich die Karte? Ui, doch so groß. Und wo bin ich? Das ist mein Standort und das ist anscheinend gleich in der Nähe einer Erzextrahierungsposition. Platziere Mineralextrahierer in diesen Zonen, um Erze zu extrahieren. Brich die oberirdischen Felsknoten auf, um zu sehen, welche Erze an diesen Stellen extrahiert werden. Okay, was kann ich hier machen? Ansicht ändern? Ah ja, da sehe ich den Bereich, den ich schon aufgedeckt habe.
Ja, cool. Die Karte ist schon mal groß. Das gefällt mir schon mal. Green Helmet Base Power. Oh, was springt denn da rum? Also wir sind hier schon mal nicht allein unterwegs. So viel steht schon mal fest, aber bräuchte immer noch einen Stock. Gibt's ja nicht. Mach ich irgendwas falsch? Nee. Stock. Bullstöckchen. Finden wir kein Stöckchen. Ein Hirsch, ja. Nee, das kann ich nicht mitnehmen. Kann ich mir mit dem einen Mess eigentlich schon irgendwas craften? Eine Steinklinge, bringt mir die was? Irgendwo glaubst du meines Wissens auch so ein Kompendium? Da ist es. Steinklinge. Vielleicht können wir dann uns einen Stock organisieren. Stellen wir die mal her, die Steinklinge. Okay, mehr kann ich da auch gar nicht anzeigen lassen mit Vergrößern. Ausrüsten. Kann ich die jetzt nicht anscheinend. Anscheinend zählt das noch nicht als Waffe. Okay. Nun gut, wir brauchen immer noch einen Stock und einen Stein dann wahrscheinlich wieder. Einen Durst kann ich ja nicht stillen. Ich kann blöderweise nicht schlagen. Also, da wäre jetzt der Stock gewesen. Hehe. Gut, Stockhammer. Kann ich die beiden Dinge kombinieren? Keine gültige Anleitung. Na, schauen wir mal, für was wir das dann. Okay, Steinpfeile, da brauchen wir wahrscheinlich die Steinklinge. Für die Steinaxt bräuchte man Stöcke und kleine Steine. Da müssen wir wieder einen kleinen Stein finden. Die Suche hört nicht auf. Ah ja, aber jetzt haben wir einen kleinen Stein. So, und jetzt soll es eigentlich auch aufwärts gehen. Steinaxt. Wunderbar. So, wo haben wir die? Ah ja, hier. Verstehe. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal hier auf den Baum eindreschen. Haben wir ja alles kurz und klein. Okay, Holzscheite. Halt, da geblieben, nicht wegrollen. Okay, mehr kann ich nicht mitnehmen. Drei Holzscheite haben wir. Ja, bauen wir uns da vorne vielleicht gleich die Base, oder? Weil Base Building gibt es ja hier auch. Allerdings sind hier nur so dünne Bäume. Müsste man die Holzscheite relativ weit tragen. Was ist das? Eine Wassermelone, okay. Ja. Ich habe eine Wassermelone. Schön. Kann ich die zerteilen? Nee, kann ich nicht. Sonst hätte ich gesagt, wir machen uns jetzt da so Wassermelonenscheibchen, aber geht anscheinend nicht. Selber Entwickler wie Green Hell? Nee. Das nicht. Okay, das funktioniert natürlich auch nicht. Ja, was können wir denn eigentlich für Basiselemente platzieren? Das würde mich jetzt mal interessieren an der Stelle. Hoppala, das war ein bisschen zu voreilig. Wollte erstmal drüber schauen. Holzfundamente gibt es. Holzrampen, Holzwände, Holztürrahmen, Fenster, Deckenelemente, Türen. Dann natürlich auch noch ein Dach, eine Brüstung, Fenster und sogar Innenwände. Holzzäune gibt es und Holzsäulen. Platzierbares, was ist das alles Schönes? Sägetisch, Kreissägetisch, Werkbank. Webstuhl, Chemietisch und eine verbesserte Werkbank. Und gut, das haben wir schon alles gesehen. Ja, dann bauen wir uns doch vielleicht gleich mal so einen Sägetisch.
Da brauchen wir eh Holzscheite, die haben wir jetzt. Mit dem Mausrad können wir das Ganze drehen. Und wie können wir es bauen mit E? Ah, okay, dann platziert man hier anscheinend auch so Blueprints. Hoppala. So Blueprints, die man dann entsprechend, genau, befüllen muss. Okay, das ist ja kein Problem. Holz hat man da hinten noch. Ansonsten, bevor wir da jetzt lang suchen, machen wir es anders. Wir haben ja Holz direkt vor der Nase. Also es sind da schon gewisse Parallelen auf alle Fälle da, ja. So, was können wir jetzt da machen? Holzscheite hinzufügen, rechte Maustaste. Ah, macht mir der automatisch da Bretter, oder wie? Schaut ganz danach aus. Genau. Bretter werden im Rucksack verstaut, also achte darauf, genügend Platz darin zu haben. Ja, das könnte spaßig werden. Tatsächlich. Der schnipselt da die Holzscheite kurz und klein. Okay, passt. Ja gut, nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt aber noch mehr Werkzeug, weil das reicht natürlich bei weitem nicht. Ich glaube, wir brauchen einfach noch mehr Steine. Schauen wir mal, ob wir da noch welche finden. Ne? Schade ist eigentlich, dass man die alle nicht einsammeln kann. Aber die zählen zur Textur. Was grunzt da? Wo ist da ein Keiler? Das kam von da hinten. Da ist er. Da ist er. Okay, ich bin verwundet. Aber wir haben Fleisch. Wir haben Fleisch, Fett, Haut und Knochen. So, verblute ich jetzt eigentlich? Ne, ich bin am Arm ein bisschen lädiert und am Bein. Ja, wenn es weiter nichts ist. Verbluten tue ich nicht. Einmal frei. So, das Abendessen wäre schon mal gesichert. Fehlen nur noch die Steine. Die Steine und die Stöcke. Ich sollte die Verbände im Inventar benutzen. Verblute ich? Tatsächlich, ich verblute echt 69 Lebenspunkte nur noch. Danke, Damagus. Heieiei. Tierfett, Verbände, Verband. Die muss ich wahrscheinlich jetzt so draufziehen, oder? Genau. Verstehe. Ah ja, ein Feuerzeug haben wir auch dabei. Das wäre jetzt gleich mal blöd gelaufen. Hau mal auf die großen Steine ein. Ich glaube, das wird nichts mit der Steinaxt. Nee. Schade. Aber war ein guter Ansatz. Also die Steinsuche ist schon echt mühselig. Wir brauchen diese kleinen runden Steine. Ich meine, hier wäre halt auch echt alles voll mit Steinen, aber keine, die wir einsammeln können. Gibt's ja nicht. Haben wir da echt keine Steine? Wo bin ich jetzt eigentlich schon? Wahrscheinlich irgendwo in der Pampa. Okay, meilenweit von daheim entfernt.
da unten könnte man vielleicht fündig werden. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir als nächstes eine Spitzhacke bauen. Weil ich glaube, dann können wir auch diese großen Steine bearbeiten, die hier. Oder können wir den? Nee, den können wir auch nicht bearbeiten. Dann sollte die... Ah ja, Steinsuche auch leichter vonstatten gehen. So, wir haben einen gefunden. Wurde aber auch allerhöchste Zeit. Können wir uns jetzt da schon was herstellen? Eine Spitzhacke. Spitzhacke, Spitzhacke. Pflanzenfasern brauche ich da noch. Okay, und wie komme ich jetzt an Pflanzenfasern? Mit dem Steinmesser vielleicht, aber das konnte ich ja nicht ausrüsten, oder? Nee. Aber halt, vielleicht müssen wir auch einfach nur Büsche zerlegen. Auch nicht. Pflanzenfasern. Habe ich schon welche neben den Verbänden? Ah ja, tatsächlich. Kann beim Fällen von Bäumen erhalten oder mit Rindenmulch hergestellt werden. Dankeschön. So, jetzt fehlt allerdings... Ein Stock fehlt mal wieder. Zu früh gefreut. Müssen wir den noch sammeln. Stock habe ich auch. Mach mich nicht schwach. Nee, das sind Knochen. Hier heute und das sind Bretter. Fazit nach kurzer Zeit, Optik gut, aber Spiel braucht noch viele Verbesserungen. Ich gebe noch kein Fazit ab, für meinen Teil. Ich muss erst noch ein bisschen schauen, es gibt eine Gewichtsanzeige anscheinend auch, sehe ich da oben gerade. Und da rennt schon wieder was zu futtern rum. Jetzt aber schnell, aber ganz schnell. Ich habe nur eher Sorge, dass wir jetzt dann im Dunkeln irgendwo herumirren. Aber halt, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Vorsichtshalber. Vorsichtshalber mal speichern. Soll ja heute zu diversen kleineren technischen Schwierigkeiten gekommen sein. Erzählt man sich. So, da ist ein Stock. Ah, jetzt habe ich keinen Platz mehr. So, schmeiß raus das Zeug. Ah, okay. Also nicht die besten Aussichten, Damagus. Wie keine gültige Anleitung? Was fehlt denn? Moment, ziehen wir das nochmal rein. Nicht, dass das wieder irgendwie verloren geht. Stock, Steinklinge, Pflanzenfasern. Ah, ich muss wahrscheinlich mehr reinpacken. Weniger. Splitten kann ich die auch, oder? Ah ja, passt. Zwei Stück. Wo liegt der Fehler? Steinklinge. Ach so. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, jetzt. Jetzt haben wir hier eine Steinspitzhacke. Wunderbar. Und jetzt können wir uns auch hoffentlich das Zeug hier, genau, schnappen. Mal schauen, was da rausspringt. Viele kleine Steine. Wunderbar. Das macht es jetzt schon bedeutend einfacher. So, die haben wir jetzt im Überfluss. Die Bretter lassen wir mal hier. Ich würde sagen, ab nach Hause. Wir müssen da runter zum See. Und dann unsere Basis mal ein bisschen errichten. Renn ich richtig? Ah, nicht ganz. Da müssen wir eher in die Richtung.
Ah ja, da drüben ist auch schon unsere Werkbank. Eine Kiste, ja, werden wir wahrscheinlich auch bauen können, vermute ich mal. Was hat er denn jetzt? Okay, keine Ausdauer mehr. Jetzt haben wir da noch eine Wassermelone. Auch nicht schlecht. So, wir bauen erstmal ein bisschen, oder? Würde ich vorschlagen. Wo ist die Sonne? Da hinten ist die Sonne, versteckt sich gerade. Dann wollen wir doch mal. Ui, Steine. Richtig viele Steine. Also, gibt's eine Kiste? Hier schon mal nicht wahrscheinlich, aber dann in diesen Werkbänken vermutlich. Eisenbahn habe ich noch nicht. Kobaltbahn auch nicht. Holzscheite Eisenbahn. Nein, Eisenbahn. Eisenbahn. Brauchen wir überall Eisenbahn. Dann müssen wir wohl oder übel erstmal so anfangen. Holzscheite und Bretter. Einfach mal ein Fundament errichten. Damit glaube ich, sind wir schon ganz gut bedient. Bauen wir es mal hier so hin. Halt, nicht schlagen. Weiß natürlich jetzt auch nicht, wie groß wir das Ganze machen, aber ich meine, Platz kann man immer brauchen. Bauen ist schön, oder? Bauen gefällt euch, denke ich mir doch. Ja, ich glaube, das langt erstmal. Übertreiben müssen wir es ja auch nicht. Wir brauchen ja erstmal Materialien. Das Zeug baut sich ja nicht von alleine. So, haben wir einfach mal alles kurz und klein. Beziehungsweise wir könnten eigentlich zwischenzeitlich gleich mal die hier bestücken. Ui, nur ein Holzscheit. Das braucht. Das braucht Zeit. Da glaube ich, kann ich mir bald eine zweite Sägewerkbank bauen. Haben wir vielleicht erstmal die Bäume hier hinten weg. Es gibt noch Kisten. Ich habe nur falsch geschaut. Gibt es irgendwas zum Skillen, um mehr freizuschalten? Da fragst du den falschen Leggy. Wie gesagt, ich bin da selbst ganz frisch in dem Game. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Kisten an, die ihr da erwähnt habt. Konstruktion platzierbares. Ah, da. Lager. Ah. Jetzt, da schaut es doch ein bisschen schöner aus. Lagerbehälter, Waffengestell, Ziegeltrocknungskasten, Steinkisten, Feuerständer, Brettständer. Dann noch Regale für die ganzen Erze, Ausrüstungsgurt und so weiter und so fort. Es gibt anscheinend auch noch eine Stromversorgung. Das gefällt mir schon mal. Essen, was gibt es da alles? Ein klassisches Lagerfeuer brauchen wir natürlich auch. Beet, Kühlschrank, Wasserbecken, Trocknungsgestell, Metallherd und noch ein Zubereitungstisch. Und was ist unter Sonstiges drin? Allerlei. Bett, eine Steinschmiede, Unterstand, Ölsauger, Mineralextrahierer, Mischer, Tisch, Holzscheitwagen, okay. Ein Holztor, ein Kohleofen, eine Deckenlampe und eine Öllampe. Ja, dann gibt es ja doch mehr als gedacht. Das hat mir am Anfang ein bisschen arg wenig ausgeschaut. Aber ich habe einfach die Reiter hier nicht durchgeschaltet. Das war das große Problem. Aber ich bin schon wieder voll. Und ich glaube, es wird dunkel. Und ich habe kein Lagerfeuer. Super. Das sollte man vielleicht schleunigst mal ändern. Aber ich brauche erstmal Platz. So, Lagerfeuer. Platzierbares Essen. Lagerfeuer. Das kommt hier schön vor die Haustür. Machen wir es mal so. Eins reicht. Bing, 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 bing. Steine haben wir genügend. Feuerholz. Da haben wir noch einen Stock. Feuerholz bekommen wir wie? Das sind Holzscheite. Müssen wir die
vielleicht auch wieder craften. Ah, da kann man auch noch durchschalten. Rohstoffe. Ah, super, jetzt fängt es zu schütten an, wenn ich hier draußen stehe. Feuerholz. Kann beim Sammeln von Holzscheiten erhalten werden. Essen und Trinken. Ui, schaut aber auch gut aus. Schutz und Kleidung. Gibt's auch was? Mining Helm. Sonstiges. Und Bündelgegenstände. Gibt's auch noch Seile anscheinend. Und Talg. Ja, das schaut aber schon nicht verkehrt aus. Das gefällt mir schon mal gut. Na super. Muss das jetzt hier so schütten? Das war ja nicht Teil des Plans. So, irgendwas hat mein Charakter. Ui, ein bisschen Durst. Ein bisschen arg viel Durst. Was soll jetzt der komische Nebel da? Jetzt komme ich mir gerade vor wie ein Mist Survival mit dem Nebel. Schwimmen kann er. In der Brühe, aber... Ich glaube, das hat nichts gebracht, oder? Ah ne, aber da haben wir noch was. Sehr schön, jetzt geht es uns wieder ein bisschen besser. Verrottetes Fleisch eigentlich? 16 Minuten. Ui, ui, ui. Dann dürfen wir uns ranhalten. Ist das Gewitter schön gemacht. Gute Nacht, Amagus. Servus. Mein Charakter ist eben geschwommen, ja. So, Feuerholz haben wir noch nicht bekommen. Wahrscheinlich bringe ich es nicht mehr rein. Weil mein Inventar zu voll ist, kann das sein? Da liegt mir schon wieder ein Wildschwein. Eine Überdachung fürs Feuer bauen, wahrscheinlich, ja. Die Loks noch klein hauen. Nee, geht gar nicht. Aber vielleicht muss ich die auch hier irgendwie klein machen. Nee, ich kann die nur fallen lassen. Kann durch Fällen von Bäumen erhalten werden. Holzscheit. Oder Holz kann beim Sammeln von Holzscheiten erhalten werden. Beim Sammeln von Holzscheiten, hä? Bringt das jetzt schon was? Nee. Beim Sammeln von Holzscheiten. Okay, lass mir erstmal. Ich bin nicht Obelix, nee. Aber Holzscheite bekomme ich da jetzt ehrlich gesagt nicht. Oder halt. Aha, ernten. So ist es. Da hat mich das Sammeln ehrlich gesagt irritiert. Aber dann ist es schon klar. Jetzt kenne ich mich aus. Da bekomme ich auch reichlich Stöcke. So. Lagerfeuer steht. Jetzt schauen wir aber noch gleich wegen der Überdachung, bevor wir das anzünden. Das war... Bei sonstiges drin. Überdachung. Unterstand. So, was brauchen wir noch? Holzscheite. Und noch ein Holzscheit. Okay. Das wäre schon mal geschafft. Wir müssen nicht im Regen stehen. So, wir wollen das Ganze anzünden. Ah, wahrscheinlich brauchen wir erst noch Pflanzenfasern, oder? Oder irgendwas anders zum Anzünden?
Oder halt, was ist das? Rindenmulch? Rindenmulch ist es. Sieh an, sieh an. So, das hätten wir. Und wir brutzeln uns natürlich was. Da sehen wir jetzt anscheinend auch, wie lange es braucht, bis wir das Ganze futtern können. Cool. Passt. Die ersten Schritte sind geschafft. Es gibt auf alle Fälle ein Bett. Das gibt's, Leggy. Ein Bett gibt es. So, eins ist fertig. Verdirbt erst in 2 Stunden. Das hält also eine Zeit lang. Kann es auch verkohlt sein? Nee, kann es nicht anscheinend. Da stehen auch direkt die Werte dabei. 2 Gesundheit minus 5 Durst. Proteine bringt es viel, Fett bringt es viel, Energie eher wenig. Aber ja, Kohldampf hat der Charakter sowieso, von daher haben wir uns das mal rein. Das zweite auch gleich. Ein bisschen was trinken noch. Und wir können wahrscheinlich da jetzt auch das dann entsprechend befüllen. Okay, wir haben 5-mal einen Rinder. Gulasch-Eintopf. Keine 5 Ladungen fürs Fläschchen. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Wir haben kein sauberes Wasser mehr. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal sauberes Wasser wiederholen. Oder dreckiges Wasser. Ui. Gleich so finster. Aber gut. Einigermaßen kann man noch was erkennen. Ah ja, Wasser hinzufügen. So, da ist jetzt schmutziges Wasser drin und dann schnell zurück zum Lagerfeuer. Ah ja, jetzt braucht es auch eine gewisse Zeit, bis das natürlich abgekocht ist. Ja, wie man es halt auch bei den anderen Survival Games kennt. Aber läuft schon mal. So wie es soll. 10.15 Uhr ist es. Das heißt, wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen, bis es wieder hell wird. Können wir uns eine Fackel craften? Gibt's die hier? Oder gibt's die hier nicht? Es gibt eine Fackel. Aus einem Stock und 5 Pflanzenfasern. Können wir uns die machen? Pflanzenfasern haben wir. Einen Stock hat man eigentlich auch hier irgendwo rumliegen. Hätte ich gemeint gehabt. Das ist natürlich jetzt suboptimal beim Dunkeln hier was zu erkennen, aber geht noch einigermaßen. Da gleich mal wieder nachlegen, dass das ja nicht ausgeht. Und dann stellen wir uns erstmal was her. Also das Feuer hätte man weitersehen müssen optisch, meinst du? Mhm, weiß, was du meinst. Man muss sich da immer die genaue Anzahl reinpacken, oder wie? Anscheinend. So, wie viele waren es? 3. Nee. Dann waren es 5. So, wir haben eine Fackel. Wunderbar. Können wir da jetzt auch gleichzeitig... Nein, können wir nicht. Die Axt können wir nicht gleichzeitig ausrüsten. Ja, jetzt stehen wir hier wie bestellt und nicht abgeholt. Können wir Standfackeln bauen? Fällt mir gerade so ein. Gibt's die vielleicht? Standfackeln. Es gibt einen Kohleofen. Steinschmiede könnte man bauen, Deckenlampe, Öllampe. Aber Standfackeln gibt es dann wahrscheinlich nicht, oder? Nee, Beet. Gut, brauchen wir Bretter. Ja, so richtig viel bringt die Fackel nicht, nee. Metallherd gibt es noch, einen Zubereitungstisch. Ja, das ist jetzt echt blöd.
kann ich hier echt wenig bis gar nichts machen. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir bauen uns jetzt einfach nochmal so einen Sägetisch für 4 Holzscheite. Der kostet nicht allzu viel und dann können wir zumindest ein bisschen was machen, weil so stehe ich ja wirklich nur sinnlos rum. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Da können wir zumindest die Fackel ausrüsten, aber auch nur kurz. So. Also ich hoffe, man kann noch ein bisschen was erkennen hier in der Dunkelheit. Ob ich mir ein Bett bauen kann, dann könnte man schlafen. Können wir gerne schauen, ja. Warum klicke ich da immer auf das Amboss-Symbol? Das zieht mich irgendwie magisch an. Ich will eigentlich aber immer zu den hier. Zu den Büchern. So, wo war das jetzt noch drin? Konstruktion, platzierbares. Da ist es. Bretterbraumer. Ah, und ein Fundament wahrscheinlich. Anders kann ich das nicht bauen. Speichern wir erstmal wieder. Dann schauen wir, dass wir ein Fundament fertig bekommen. Das glaube ich war das hier, oder? Genau, da haben wir schon angefangen. Na komm. Nimm die Bretter mit. Mag er jetzt nicht. Ah, wahrscheinlich, weil ich wieder voll bin vom Inventar. Der Amboss ist der Herstellungsmodus, ja. Was macht eigentlich unser Lagerfeuer? Ah ja, gleich wird's 12. Ah, der Durst ist aber auch immer gut dabei. Also durstig ist der Charakter auf alle Fälle. Der lässt da schon was durch. Ah halt, da haben wir noch Holzscheite. Zum Glück haben wir tagsüber vergleichsweise viel gemacht. Die Bretter bringe ich immer noch nicht unter. Ah, weil ich wieder das Feuerholz mitgenommen habe. Nee. Aber jetzt müsste es gehen, oder? Bin ich gewichtsmäßig überladen? Nee, auch nicht. Ah, jetzt ist er da. Zwei Bretter brauchen wir noch. Dann können wir gleich hoffentlich schlafen gehen und dann schaut die Welt auch schon wieder anders aus. Das Bett müssen wir halt noch platzieren, aber das machen wir jetzt gleich. So, da wollen wir hin. Ausnahmsweise mal richtig gemacht. Kommt jetzt einfach mal provisorisch hier so hin. Da brauchen wir allerdings wieder Bretter. Aber auch die haben wir gleich. Gleich ist es soweit. Gleich können wir dann hoffentlich schlafen. Das ist mehr oder weniger noch das Tutorial vom Spiel, ja. Da sind wir aber eh gleich durch. Finde Kohlenhydrate heißt hier noch. Ah ja. Passt. Neuer Tag, neues Glück, die Nacht ist rum. Man kann auch endlich wieder was erkennen.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, geht's frisch ans Werk, weil unsere Basis steht ja noch nicht. Nicht mal ansatzweise. Wir brauchen Holz. Holz und nochmal Holz. Weil an Tag 3 kommen uns ja schon diese Zombie-Hybriden besuchen. Wie schaut es eigentlich mit der Nahrung aus? Ah ja, geht noch. Noch hat er hier keine irgendwie Ausfallerscheinungen. Aber Bretter braucht man schon echt auch viele, finde ich. Wasser, Essen, Unterkunft, ja. Ich nutze jetzt einfach mal den Vormittag noch ein bisschen. Hauptsache, dass wir da das Fundament haben im Großen und Ganzen. Sehr schön. Zumindest geht es relativ flott. Unsere Steinaxt nimmt allerdings auch Schaden, also die wird nicht ewig halten. Aber nun gut. Können wir uns ja dann eine neue herstellen. Daran soll es, glaube ich, nicht scheitern. Habe ich das gerade richtig gehört? Da rennt unser Frühstück irgendwo rum. Tatsächlich. Okay, die Wutz ist tot. Verwundet worden sind wir anscheinend nicht. Hoppala, falsche Anzeige. Ne, wir erfreuen uns noch beste Gesundheit. Sehr schön. Jetzt brauche ich allerdings auch mal Bretter. Sonst steht da kein Fundament. Cool wäre, dass man da irgendwie noch so eine, ja, keine Ahnung, eine Rampe hinbauen würde. Das wäre irgendwie praktisch, weil wenn man da immer warten müssen, bis hier die Bretter durchlaufen. Das dauert dann seine Zeit. Schmeißen wir die irgendwo mal hier hin. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen näher ans Wasser bauen sollen. Aber nun gut. Weit müssen wir deswegen auch nicht laufen. Da hinten brauchen wir noch ein paar Fundamente. Ah, jetzt glaube ich, scheitert es wieder am Platz. Ja, die Tierhäute. Und der Rindenmulch. Okay, schon gar keine Bretter mehr da. So schnell geht's. So, aber der Baum sollte doch mächtig Holz abliefern, oder? Oder abwerfen. Dieser Baum kann nicht gefällt werden. Ah, okay. Zu früh gefreut. Ich glaube, wir bauen uns eine zweite Säge, ja. Ich glaube auch, weil sonst wären wir da alt.
Ersetzen kann ich dir nicht mehr, oder? Löschen zum Entfernen. Okay, weg. Reißen könnte ich dir anscheinend auch noch. Dann bauen wir aber die zweite. Okay, Schafe gibt es ja auch anscheinend. Da hinten rennt also rum. Auch nicht schlecht. Ja. Und wenn die Wege jetzt weiter werden zum Holz holen, kannst du auch den Wagen fürs Holz holen bauen. Ja, das ist richtig. Keim, servus, guten Abend. Das ist richtig, ja. Den können wir auch noch bauen. So, da wollte ich hin. Die beiden Bücher. Machen wir mal so. Okay, wir brauchen noch mehr Holz. Ja, ist ja gut da hinten. Bin mal auf die Zombies dann nahe gespannt oder auf die Vampir-Zombies. So heißen sie ja richtigerweise. Sind ja nicht nur Zombies, sind ja Vampir-Zombies. So, jetzt geht hier was vonstatten. Haben wir unser eigenes kleines Sägewerk hier vorne. Brauchen wir da noch irgendwo Bretter? Da brauchen wir noch Scheite. Wunderbar. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Jetzt sieht man hier langsam aber sicher auch mal was. Bergwald Ranger, servus, guten Abend. Wie die meisten baut er von Anfang an zu groß. Platz kann man immer brauchen. Zu klein ist es immer gleich. So, was hat dann eigentlich der Charakter? Wahrscheinlich hat er wieder Durst, oder? Kann es sein? Halt, die Werte sehe ich ja hier. Ja, Durst hat er. Dann müssen wir Wasser abkochen. Schleunigst, bevor das Feuer ausgeht. Da haben wir ja auch noch Bretter, sehe ich gerade. Pfeil und Bogen brauche ich noch. Okay, unser Feuer ist aber sehr ergiebig, sag ich mal. Also das verbraucht nicht viel an Feuerholz. Wenn man da einmal gescheit nachlegt, dann passt es einfach frei. Moment, sauberes Wasser? Kann ich das jetzt leeren? Okay, dann machen wir es halt so. So geht's auch. Ja, Bretter abholen. Sehr schön. So, die zwei Fundamente bauen wir auch noch. Brauchen wir noch ein paar Bretter und ein paar Holzscheite. Und dann steht zumindest die Grundplatte für unsere Behausung. Kann ich eigentlich nicht springen?
Ja, anscheinend kann der nicht springen, oder? Leertaste springen geht nicht. Jetzt braucht er wahrscheinlich Kohlenhydrate. Machen wir es so. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich steht das Eigenheim. Ah, okay, ja gut, ist logisch. Verstehe. Wenn ich natürlich schwer beladen bin, dann wird es mit dem Springen ein bisschen schwierig. Das dachte ich schon im ersten Moment, mich greift da ein Wolf an. Bin mir keiner Schuld bewusst, Chef. Ich muss hier irgendwie über die Runden kommen. Ah, Bretter. Kann ich wieder nicht aufnehmen. Wieder alles zugemüllt. So, jetzt geht's aber. Sehr schön. So, die Grundplatte steht, das Springen funktioniert auch einwandfrei. Wunderbar. Gut, ja, ich würde sagen, wir bauen dann am besten erstmal ein paar Wände rum, um unser Eigenheim. Wir brauchen aber auch solche Geschichten wie Beete. Die sollte man vielleicht auch schleunigst bauen, damit wir Nahrung dann letztendlich haben, weil vorne haben wir ja Wassermelonen. Das heißt, wir werden da jetzt mal ein bisschen Platz schaffen. Und eine Truhe, stimmt, die bauen wir auch noch. Was ist denn das Schönes? Lehm. Aha. Okay. So, ich hätte gern so eine Steinkiste. Oh, Eisenbahn. Schaut schon mal schlechter aus. Aber bauen wir uns erstmal einen Lagerbehälter. Machen wir das Ganze hier hinten so hin. Ich hoffe, ich bringe da die Wand noch gescheit hin. Viel hilft viel. Und gleich mal drei bauen. So, Bretter. Ui, jetzt habe ich es ein bisschen zu gut gemeint. Halt. So. Jetzt. Wunderbar. Die Kiste steht. Die Pflanzenfasern kommen erstmal rein. Zumindest ein Teil. Der Rindenmulch kann auch erstmal weg. Und das Fett brauchen wir aktuell auch nicht. So, wie schaut es mit Fleisch aus? Verdirbt es bald? 18 Minuten. Und gleich mal wieder kochen. Und Feuerholz nachlegen können vielleicht auch nicht schaden. Backpack ist wahnsinnig schnell voll, ja. Das habe ich gemerkt. Fleisch. Tut mir leid, Schaf, aber du gibst sicherlich auch Wolle. Und die brauchen wir. Ah, zäh. Sehr zäh, das Schaf. Und schnell ist es auch noch. Bleibst du da? Ui, ich flieg durch die Luft.
So, jetzt haben wir wieder Fleisch bekommen. Dann können wir uns auch bald Klamotten craften. Und holen wir uns vielleicht auch noch kurz Wasser, bevor es gleich wieder dunkel wird. Danke, danke. So, da hinten hat man Kohlenhydrate. Ich glaube, da war nämlich irgendwo Mais gestanden. Oder Gurkenpflanzen. Können wir die... Ah ja, die können wir ernten. Und jetzt haben wir Gurkensaat. Okay, das bringt mich ja dann gleich auf die Idee mit den Beeten. Da brauchen wir allerdings auch wieder Bretter und demzufolge erstmal wieder Holz. Gewittert heute schon wieder anscheinend. Schönes Wetter ist hier anscheinend, Mangelware. Und kann es sein, dass die Steine mit der Zeit despawnen? Und da leben. Ah, das ist natürlich ein bisschen schlecht, dass ich dann vorher da alles gleich geholt habe. Aber das Holz bleibt liegen, so wie es scheint. Gurken ist eine super Pflanze. Zwei Essen, einmal Samen. Ah ja, sehr schön. Da glaube ich, haben wir ja gleich nochmal Gurken, oder? So, was ist das Schönes? Mais. Nehmen wir auch mal. Dann können wir ja richtig viele andere machen. Aber erstmal brauchen wir natürlich den Blueprint. Das Beet. Sehr schön, das müssen wir auch nicht mal hier oben auf dem Fundament platzieren, das können wir hier unten auch hinsetzen. Dann kommt es vielleicht gleich mal hier so hin. Tue ich gleich mal zwei oder drei, damit wir immer was zu spachteln haben. So, sehr schön. Ah, nein. Gut, wenn wir schon mal hier sind, speichern wir gleich noch. Einmal zu oft gedrückt. Saat hinzufügen. So, dann packen wir da doch gleich mal Gurkensaat rein. Wasser müssen wir auch hinzufügen. Aber bevor wir das machen, haben wir erstmal das Beet hier noch. Beziehungsweise halt. Das müssen wir jetzt fast machen, weil sonst geht das Feuer hier aus. Das wollen wir ja absolut nicht. Schon wieder irgendwo ein Wildschwein. Ah, okay. Na dann gut, dass wir es draußen gebaut haben. Aktuell habe ich eh noch kein Dach über dem Kopf, aber ihr wisst, was ich meine. Innen drin wäre es dann ein bisschen fehl am Platz. Ja, das Inventar ist schon wieder voll. Das ist echt. Das ist krass. Der Backpack füllt sich brutal schnell. Können wir das Zeug hier auch? Ah ja, können wir auch drehen. Sehr gut. Nahrung haben wir erstmal. So, da wird auch schon was entsprechend angebaut. Wunderbar.
So ein Holzkahn wäre jetzt dann aber auch mal echt recht. Was kostet denn der Spaß? Na, wieder Eisen. Eisen habe ich noch nicht. Wir haben da allerdings oben auch so eine Steinschmiede. Fischen kann ich auch. Brauche ich aber einen Speer dafür. Ja, wir holen einfach nochmal Holz, weil Holz ist essentiell wichtig. Ohne dem kommen wir nicht weit. Weil wie gesagt, Nahrung denke ich... Ah, okay, das ist nur Feuerholz. Nahrung denke ich, haben wir eigentlich erstmal. Zumindest ein bisschen Wasser auf Vorrat. Wichtig ist, dass wir jetzt die Verteidigung hochziehen. Wobei ich schon am Überlegen bin, ob man nicht noch zwei weitere Sägen bauen. Ja, das machen wir. Das machen wir absolut, weil das ist irgendwie noch nicht optimal. So, dann kommt der Tisch hier so hin. Und der kommt hier so hin. Wenn es denn geht. Sofern es geht. Ah, geht nicht, weil da wahrscheinlich... Dann machen wir es so. Ein bisschen versetzt. Schadet auch nicht. Und Scheite. Wunderbar. Ich kann auch die gebauten Sachen jederzeit wieder umsetzen. Und dann hätte ich sogar da noch eine weitere Werkbank. Können wir die? Das probieren wir jetzt gleich mal. N. Tatsächlich N zum Bewegen. Ja, dann bauen wir aber die anderen gar nicht mehr. Können wir die abreißen? Löschen. Entfernen? Ja. So, jetzt geht da was. Wunderbar. Sehr schön. Gut. Also, wir wollen... Ja, was hält denn die Zombies auf Trab? Die Vampir-Zombies. Wahrscheinlich so ein Holzzaun, oder? Oder brauchen wir Wände? Palisaden gibt's ja nicht, oder? Gibt's Palisaden? Nee, hier nicht. Da ist so ein riesen Holztor. So ein Bogen wäre natürlich auch nicht verkehrt. Seile. Köcher. Tierhaut und Seil. Steinpfeil. Federn. Was ist das? Großer Rucksack. Krokodilhaut. Okay. Ich glaube, das können wir erstmal vergessen mit der Krokodilhaut. Weinchen ist auch wieder unterwegs anscheinend, da hinten. Ja nee, dann bauen wir echt erstmal Wände. Müssen wir ja nicht alles mit Wänden hier zukleistern, aber zumindest eine Tür. Dass man irgendwo reinkommt. In die gute Stube. Dann auch noch ein paar Wände. Da kommt ein Fenster rein. Da kommt ein Fenster hin. Da auch. Machen wir es mal so. Wunderbar. Dach bauen wir dann später.
Braucht's nicht gleich. Holzrampe. Geht jetzt hier nicht, weil. Höhe anpassen. Mausrad X. Tut sich aber nichts. Warum geht jetzt das da nicht? Müssen wir vielleicht das erst hier wegreißen, dass es dann vielleicht funktioniert, hä? Kann das sein? Sehen wir gleich. Auch nicht. Interessant. Nun gut. Wurscht. Holzscheite und Bretter brauchen wir da wieder. Eisen. Wisst ihr was? Wir bauen uns jetzt so eine Schmiede. Weil Eisen brauchen wir eigentlich überall. Wo war jetzt die drin? Steinschmiede. Ich weiß zwar nicht, wie viele das wir da brauchen, aber wir bauen erstmal eine. Oder bauen wir? Ja, wenn wir schon so viele draußen brauchen, so viele Werkbänke, bauen wir mal drei. Müssen wir ja nicht alle gleich bauen. Ui. Moment mal eben kurz. So, sonst sehe ich nämlich den Chat nicht mehr. Weil der hat gemeint, der Chat, dass er sich jetzt auch verabschieden muss. Aber nein, da mache ich ihm nicht mit. Gute Wahl. Wunderbar. So, Lehm. Haben wir da bekommen? Nehmen wir mal alles mit, was geht. Ah ja. Bin ich überladen. Das schaut nur so aus. Macht nur den Anschein. Was rennt da hinten herum? Schaf und noch irgendwas anderes. So, fast geschafft. Ich habe nur ein Wildschwein. Aber hey, unser Gemüse schaut aber gut aus. Da hat sich schon ordentlich was getan. Perfekt, 17 Steine gleich mal losgeworden. Kupfererz. Auch nicht schlecht. Können wir die schon? Ne, können wir noch nicht ernten. So, jetzt nehmen wir aber nicht ganz so viel mit. Ich glaube, das Schaf steckt hinten an unserem Fundament fest. Es kommt nicht durch. Tatsächlich. So. Die erste Schmiede steht. Wie läuft jetzt das? Kupfererz wahrscheinlich oben reinpacken. Und machen wir gescheites Feuer. Brauchen wir aber erstmal Feuerholz. Und Rindenmulch. Und dann heizen wir das Ganze mal an. Okay, so geht's auch. Wunderbar, genau. So, dann packen wir aber auch gleich noch den zweiten Kupferbahn da oben rein. Sehr schön. Was spricht das alles? 1 Stunde 47. Okay, das Essen hält sich eigentlich relativ lang. Also zumindest, wenn es da mal gekocht ist. Da gibt es eigentlich dann keine Probleme mehr.
Dann läuft es ruckzuck. Na halt, den kann man ja wieder nicht mitnehmen. Unser groß angelegtes Sägewerk. Das gefällt mir irgendwie. So, noch mehr Bretter. Ui, Steinaxt. Die macht bald schlapp. Dann schauen wir mal, dass wir noch einen Baum hier klein hacken können. Wunderbar. Ja, die Steinaxt hat sich eh schon verabschiedet. So schnell geht's. Halt. Den nehmen wir auch noch mit. Keine halben Sachen. Eine halt. Steine haben wir jetzt keine. Haben wir noch einen Stock? Na, die haben eh keinen Platz mehr. Da gleich wieder ein Teil rein. So, na schauen wir mal. Ach verdammt, habe ich jetzt genau. Tatsächlich. Ich habe es genau fertig gebracht, dass ich alle Steine reingepackt habe. Aber jetzt machen wir es gescheit. So, wunderbar. Nee, gar kein Wasser mehr drin, okay. Ja, wie ist denn euer Ersteindruck so vom Spiel? Ich habe schon rausgehört, viele von euch haben es ja schon gespielt. Aber an alle, die es jetzt noch nicht so gespielt haben, oder auch an diejenigen, die es selbst schon gespielt haben, eher top oder eher flop? Sauberes Wasser. Da wäre schon sauberes Wasser drin gewesen, okay. Leeren. Trinken. Ah ja, jetzt passt's. Ah ja, und da haben wir jetzt zwei Kupferbahnen. Sehr schön. Dann bräuchten wir nur noch Eisen. Sagen wir so, es steckt noch viel Potenzial drin. Weiß, was du meinst. Kartoffelpflanze, hey cool. Durch Zufall jetzt hier gesehen. Ich habe selber noch nie gespielt, nur beim anderen mal geschaut, finde schon gut. Nur zu wenig Gegner. Ja, zu den Gegnern kann ich natürlich noch nichts sagen, da die noch nicht zu Besuch waren. Wieder Kupfererz. Das ist praktisch, wenn die Wände da noch nicht stehen und man einfach durch kann. So. Kann die Schmiede auch gleich mal laufen. Ah, dann müssen wir erstmal wieder Platz schaffen.
Ich kenne dich von Subsistence, ist ruhiger hier, mag aber Subsistence lieber. Infected ist für mich eher Urlaub, aber ein geiles, ausbaufähiges Game bis zum Moment bei Tag 83. Ah, okay. Verstehe. Ja, dann herzlich willkommen noch an der Stelle, Bergwald Ranger. Kartoffelkeimling, den bauen wir auch gleich mal an. Angel, Servus, guten Abend. Steine einschmelzen gibt Eisenfragmente. Ah, okay. Und ich denke mir schon immer, ich finde nur Kupfer. Das ist dann natürlich schon klar, warum ich da nicht fündig werde. Perfekt. Sehr schön, da haben wir auch noch ein paar Bretter. Wunderbar. Ah, eins fehlt. Gut. Wird. Man stirbt hier nicht so oft. Ja, das ist aktuell echt noch entspannt hier. Also, habe noch keine Probleme. Aber wie gesagt, ich habe auch noch keine Gegner gesehen. Also, will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, Steine. Brauchen wir. Das gibt ja alles nur lebendes Zeug. Aber dadurch könnte man Ziegel wahrscheinlich herstellen. Ziegel brennen. Das wäre ja an und für sich auch nicht schlecht. Das müssen wir wahrscheinlich nicht hier in der Steinschmiede machen. Dann packen wir die einfach mal hier rein, die Lehmklumpen aktuell. Dann schauen wir lieber, dass wir noch ein paar Erze finden, aber wachsen die Bäume auch nach? Macht mir nicht den Anschein. Alles klar, Chefe. Gute Nacht dir. Und danke fürs Zuschauen. Und ja, bis nächste Woche zu einem hoffentlich fehlerfreien Resi-Livestream. Schauen wir mal, ob ich es bis dahin hinbekomme. Ich hoffe es. Schauen wir, dass wir das hier rausnehmen. Ah ja, die Kupferbahnen sind riesig. Bauen wir die dritte Schmiede auch noch gleich, wenn wir schon dabei sind. Viel ist es nicht an Brennstoff, was wir da unten drin haben, aber das können wir gleich mal ändern. Plündern wir hier eben mal ein bisschen die Kisten. Wie schaut es eigentlich da aus? Ah ja, können wir auch gleich nachlegen. Da können wir uns doch sicherlich so gebackene Kartoffeln machen, oder?
Ah ja, schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Wunderbar. Das Tutorial haben wir jetzt mittlerweile auch abgeschlossen, also ist verschwunden. Und ja, da brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser. Oder? Ja, genau. Da brauchen wir unbedingt Wasser. Kann ich mir irgendwie so einen Brunnen bauen? Oder eine größere Flasche? Beziehungsweise, Moment, wir haben doch jetzt Kupferbahn, könnte man eine verbesserte Werkbank bauen. Da gibt es eine normale Werkbank. Tech nicht erhalten. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal eine normale Werkbank bauen, oder? Tuch und Kevlar. Kevlar haben wir nicht. Pflanzenfasern und Federn. Gibt ein Wintermantel. Tuch, Tuch. Pflanzenfasern, Pflanzenfasern. Okay. Ich frage mich gerade, wo ich die Technologien freischalten kann. Aber vielleicht muss ich das erst irgendwo lesen. Größere Flasche gibt's, brauche ich Alu dafür. Okay. Verstehe. Ja, Holz brauchen wir. Holz brauchen wir auch. Holz brauchen wir in Unmengen. Ah ja, Eisenbrocken. Müssen wir die dann wieder einschmelzen oder wie läuft das jetzt hier? Weil Eisenbrocken sind ja nicht Eisenbarren. Müssen wir mal eben kurz nachlesen. Aber das können wir ja. Eisenbarren. Schmilzt Eisenerz oder Eisenbrocken 5 Stück in der Schmiede, um dies zu erhalten. Ah ja. Frage geklärt. Aha. Gibt es noch Bücher in den Siedlungen? Verstehe. Ah ja, jetzt habt ihr es eh gerade geschrieben. 5 Stück werden dann zu einem Barren. Okay, dann weiß ich ja, was ich noch machen darf. Melonenpflanze. Immer her mit den Steinen. Okay, der geht nicht mehr rein. Dann können wir gleich mal unsere Schmieden befeuern, weil wenn wir da 5 so Brocken brauchen, dann braucht das auch eine gewisse Zeit. Okay, die Barren kann ich nicht stapeln. Ist schon mal schlecht. Aber gut, dafür gibt es ja dann diese Regale. So, was hat er denn eigentlich, mein Charakter? Hat der Durst, hat er. Und Kohlenhydrate möchte er wieder. Machen wir es einfach so. Bevor wir da jetzt großartig rumrennen. So, die zweite Nacht steht bevor. Wir legen uns gleich wieder schlafen, damit wir da fit sind für den nächsten Tag. Aber ich will noch ein paar Steine mitnehmen. Und dann steht sowieso der erste Angriff bevor. An Tag 3 dann. Oder in der Nacht 3.
minimal überladen mal wieder. Ja, Waffen müssen wir uns auch noch herstellen, das ist richtig, ja. Packen wir da derweil mal die Steine rein, dann holen wir uns die anderen noch, bevor die despawnen. So, lassen wir es erstmal so. Das war jetzt hier hinten irgendwo, wo ich die rausgeschmissen habe. Wahrscheinlich sind die jetzt aber auch irgendwo hingerollt. Nee. Ich glaube, die sehen wir heute nicht wieder. Die Steine. Ah, hoppla. Das war nur ein arg kurzes Nickerchen. So. Wir wollten uns einen Speer herstellen. Das machen wir jetzt gleich, bevor ich es vergesse. Bevor dann die Zombies wirklich vor der Tür stehen, die Vampir-Zombies. Wir könnten uns einen Knochenspeer herstellen, wir können uns aber auch einen Steinspeer herstellen. Welcher besser ist, ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich nehmen sie sich nix, könnte ich mir vorstellen. Wir brauchen aber erstmal eine Steinklinge. Dann brauchen wir noch Stöcke und Pflanzenfasern. Stöcke haben wir jetzt gar keinen mehr da, oder? Doch, da haben wir noch welche. Pflanzenfasern haben wir ebenfalls. Die haben wir eigentlich in Hülle und Fülle. So, nochmal kurz checken. 5 Pflanzenfasern, 3 Stöcke. Wunderbar. Steinspeer wäre somit auch hergestellt. Und damit haben wir auch schon alle Slots belegt. Das heißt, mehr geht aktuell nicht. Können wir den auch werfen? Geht auch. Okay. Und es wird schon wieder verdammt neblig. Ob die jetzt heute schon kommen oder erst in der Nacht? Naja, sehen wir ja dann. Wenn mich auf einmal irgendwas attackiert. Ist ja schon wieder durstig, so wie es scheint. Da waren aber mal echt richtig viele Holzscheite hier drin in dem Baum. Durst hat er wieder. Dann müssen wir uns mal eben kurz Wasser holen. Das wieder abkochen. Wie schaut es mit unseren Ofenkartoffeln aus? Gut schaut es aus. Die halten sogar 4 Stunden. Also noch länger als das Fleisch. Sie an.
paar Kohlenhydrate reinballern. Wunderbar. Aber das Wetter bessert sich kein bisschen. Also, schöne Tage sind hier echt Mangelware. Holzscheite. Was braucht man noch gleich für den Karren? Eisenbahn, wisst ihr was? Darum kümmern wir uns jetzt mal um diesen Wagen, weil der, glaube ich, wird uns sehr gute Dienste leisten. Eisenbahn sollte doch jetzt eh schon. Ah nee, ja. Feuer ist ausgegangen. Na? Jetzt. Nee, nicht zerstören, das war das falsche Ernten. Beziehungsweise wegen dem Regen wahrscheinlich auch ausgegangen. Das wird's wohl sein. Weil genügend Brennstoff wäre hier noch drin gewesen. So, bauen wir gleich mal unseren Karren, zumindest so weit wie es geht. Bretter brauchen wir noch einen Schwung. Ah, geht jetzt nicht. Bin ich wieder überladen anscheinend. Ja, tatsächlich. Was habe ich denn schon wieder alles dabei? Viel zu viel. Das ist mal Tatsache. Die brauchen noch ein bisschen. Ein Dach brauchen wir da auch noch drüber, ja. Unbedingt. Sonst schaut es schlecht aus. Was war das? Das war kein normaler Ton. Ich glaube, das ist so ein Vampir-Zombie da hinten irgendwo. Ein Bär? Das hat sich aber... ja, tatsächlich da hinten. Kein Platz mehr? Nee, nur falsch angeordnet. Das ist das Problem. Jetzt soll's gehen. Okay, gut. So. Fragmente. Das schaut doch jetzt auch ganz ordentlich aus. Der erste Eisenbahn wird schon hergestellt und der zweite folgt auch sogleich.
Wunderbar. Fleisch und Fisch kannst du auch trocknen, hält noch mal länger. Subsistence lässt grüßen, denk dran. Ja. Wir könnten ja jetzt. Ah, nee. Das ist mir zu schnell. Ist denn da immer? Ist es immer noch der Bär? Ja, ich glaube schon. Ja, da hinten, ne? Stopft da umeinander. Holzscheite haben wir da schon reingepackt. Schauen wir mal, dass wir unsere Behausung auch noch einigermaßen hinbekommen. Keine halben Sachen. Gleich mal wieder Bretter herstellen. Ja, ich denke, wenn erstmal die Basis steht, dann pendelt sich das mit dem Holzverbrauch natürlich auch ein. Das ist jetzt am Anfang halt relativ hoch, das Ganze vom Holzverbrauch. Weil einfach noch gar nichts da ist. Da brauchen wir noch mehr Bretter. Aber wie gesagt, wenn das erstmal steht alles, dann glaube ich, ist es nicht mehr so schlimm. Hätten sogar vielleicht drei gereicht von den Sägewerken, Sägewerkbänken. Aber gut, viel hilft viel. Ah ja, Eisenbahn ist schon fertig, sehr gut. So, wunderbar. Haben wir unseren Karren fertig. Wagen stehen lassen mit E. Ah ja. Und die kann ich dann wahrscheinlich jetzt da einfach drauf schmeißen, oder? Genau. Passt. Super. Bin mal gespannt, wie viel da drauf Platz hat. Ah ja. Wahrscheinlich zwei Reihen. Nee, sogar doch so viel. Irgendwie ist der verdammt nah. Oh. Das hört sich nicht gut an. Nee, das ist auch nicht gut. Hörst du da auf mir? Ja, geht's noch? So, der Bär ist Geschichte, aber ich bin auch verwundet. Eieiei. Wollte da einfach meinen Unterstand zerfetzen. Du hast es mir gesagt, ja.
Ich wollte halt mal wieder nicht hören. Wenn ich hören will, muss fühlen, heißt's. Muss ich den jetzt aber eigentlich reparieren, meinen Unterstand? Mit einem Steinhammer reparieren. Ah, okay. So, die Haut würde ich aber schon ganz gern mitnehmen. Die lassen wir nicht hier liegen. Ah ja, stapeln kann man die auch. Noch ein Element fertig. Super. So, und jetzt geht sowieso gleich mal was vonstatten. Und jetzt packen wir unseren Karren da vorne und dann startet das Bauprojekt. Oder parkt man erstmal hinterm Haus. Da müssen wir noch mehr machen. Hoppala, falsch. Rausnehmen tue ich die wie? Ah ja, mit rechter Maustaste. So macht das Bauen schon deutlich mehr Spaß. Da geht es ruckzuck. Mit unserer Rennsemmel. Ah, schon wieder durstig. Aber. Mach's trotzdem wieder so. Will jetzt nicht gleich wieder Wasser abkochen. Na, ich bin da immer verleitet, eh zu spammen. Und dann hänge ich natürlich im Wagen drin. Weil ich mit E auch den Wagen gleich wieder schieben möchte. So, aber jetzt können wir ihn nach Hause schieben. Nein, rechte Maustaste. Macht der Gewohnheit. So. So kommt man dann auch mal schnell zu ein paar Bretter. Da braucht man allerdings noch ein paar. Noch vier Stück und dann steht auch die Wand da hinten soweit. Cool, perfekt. Wunderbar. Sehr schön. So, jetzt müsste man nur wissen, wie das mit dem mit dieser Holzrampe funktioniert. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt aber fast vorschlagen, dass wir hier vorne einfach mal derweilen dann Holztürrahmen reinsetzen. Der ist aktuell wichtiger. Und wir brauchen, wie so oft, mal wieder Holz. Alles klar, Angel. Gute Nacht und danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Sagt nix. So. Immer schön der Reihe nach. Nicht so oft E drücken. Sonst hänge ich wieder unfreiwilligerweise im Karren. Das könnte auch sein, ja, dass der Unterstand da ein paar Probleme macht.
Na, hat nimmer Platz. Aber, also der Holzkahn, die Investition ist echt Gold wert. Was war denn das jetzt? War das der Vogel da oben? Hä? Was ist denn das hier? Ein Fuchs ist das. Und er greift mich sogar an. Okay, und wirft mich durch die Luft. Ist ja übel, der Fuchs. Der hat mich jetzt fast zerlegt. Wie schaut es mit dem Charakter aus, mit den Werten? Ja, geht aber noch. Stimmt, mit N verschieben, hast recht. Das können wir machen, ja. Genau, das geht. Dann schauen wir einfach mal, ob es jetzt funktioniert mit der Treppe. Bin ich mal gespannt. Ja, jetzt geht's auch. Dann war es wirklich der Unterstand. Tür sehe ich gerade keine. Doch, da ist sie. Und mal wieder Bretter. Ah, ja, die Tierhaut. Die Tierhaut vom Wuchs müllt uns dazu. Reicht nicht ganz. Die Bäume werden gefühlt immer weniger. Bald sehen wir wahrscheinlich bis hier an den Waldrand. Ohne Probleme. Die Gegner bereits aus weiter Entfernung, die sich aber immer noch nicht geblickt haben. Oder blicken lassen haben, so. Die lassen aber auf sich warten. Ich könnte vorsichtshalber vielleicht mal speichern. Mehr geht wieder nicht. Dann tragen wir den mal kurz so rüber. Lassen wir gleich mal wieder unsere Werkbänke ein bisschen was tun. Perfekt. Quietscht zwar ein bisschen, aber naja, die Tür ist zu. Das ist das Wichtigste, denke ich. Schön, perfekt. Da haben wir das auch schon mal geschafft.
dass wir uns hier ein bisschen eingerichtet haben. So ein Regal würde ich jetzt allerdings noch gerne bauen für die Barren, weil die brauchen ja doch einiges an Platz. Beziehungsweise vielleicht bauen wir uns sogar so eine bessere Werkbank für Bretter und Eisenbarren. Machen wir es mal so, setzen wir die so vor das Fenster. Soll ja auch ein bisschen schön ausschauen. Da haben wir jetzt nichts mehr zum Anzünden dabei. Ah ja, und da haben wir eh noch einen Eisenbarren. Zwei Bretter noch. Voilà. So, da können wir jetzt was herstellen. Weiß man nicht. Aber wahrscheinlich einfach bessere Rezepte oder bessere Gegenstände, die ich jetzt einfach noch nicht erlernt habe, beziehungsweise die ich einfach noch nicht bauen konnte bisher. Da steht sie. Wird an der Werkbank hergestellt. Für solche Geschichten brauchen wir das. Okay, aber wenn wir jetzt Tierhäute und Seile. Wie stelle ich Seile her? Mit dem Webstuhl wahrscheinlich. Technik erhalten. Kobalt bauen. Ne, haben wir auch nicht. Also von den Werkbänken, glaube ich, sind wir aktuell durch. Das Einzige, was wir uns noch machen könnten, nee, können wir auch nicht, weil da brauchen wir auch wieder Seile. Ein Bogen, der wird nicht gehen. Nur an der Werkbank. Ah, okay, mit Pflanzenfasern. Ja gut, das wäre dann schon drinnen, weil Seile haben wir schon. Dann die Möglichkeit, dass wir uns die herstellen. Stöcke haben wir ja auch. Ui, die Seile sind schwer. Die sind gescheit schwer. So, das waren jetzt ein Stock und drei Seile. Einmal, zweimal, dreimal. Ah, den bringe ich jetzt nicht mehr unter. Jetzt vielleicht? Auch nicht. Jetzt? Nee. Ah, ja, weil mein Inventar hier hinten ja voll ist. Drum geht das nicht. Kann ja nicht funktionieren dann. Da schmeißen wir die Fackel raus, glaube ich. So, auf ein neues. Wunderbar, Bogen ist hergestellt. Können wir uns vielleicht auch gleich mal den Köcher craften? Hier heute und Seile, ja, das geht. Müssen wir nur mal eben umdisponieren. Na, kann ich die jetzt nicht stapeln? Hm. Alles gerade ein bisschen arg voll hier. Aber ich sollte das Zeug vielleicht gleich wieder mitnehmen, weil sonst verschwindet es wieder im Nirvana. Ja gut, die Fackel kann ich. Aber die Fackel können wir uns auch wieder herstellen. Wichtiger sind eher die Seile da hinten. So. Craften. Das brauchen wir.
Das brauchen wir. Okay, wo ist der Fehler? Tierhaut und Seil. Hatte ich doch, oder? Tierhaut. Seil. Ah, muss ich das vielleicht... Nee, doch kann an der Werkbank hergestellt werden. Jetzt geht's. Da haben wir den Köcher. Dann fehlen jetzt nur noch Pfeile. Die werden allerdings wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, weil da müsste man Federvieh jagen und das fliegt zwar schon rum, aber ich glaube... Das glaube ich wird nichts. Nee, ich glaube, da treffe ich nichts. Kann ich den überhaupt werfen? Linksklick? Ah ja, so. Ui, der fliegt aber weit. Der fliegt ja mal. Oh, oh, Fuchs. Da vorne ist er. Die gelandet nehmen, okay. Nein. So, erstmal kurz bandagieren. Ui. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich brauche Bandagen. Bandagen, Bandagen. Talg und Pflanzenfasern. Und wo? Überall kann. Nee, an der Werkbank. Da müssen wir wieder. Also was ein bisschen störend ist, finde ich, dass man immer die genaue Anzahl zusammenräumen muss. 5x Talg, 25 Pflanzenfasern. Na, da nicht. Hä? Ein Tierfett. Oh, das schaut nicht gut aus. Talg müssen wir wahrscheinlich erst einschmelzen, oder? Wie schaut es mit den Lebenspunkten aus? 35, eieiei. Heile ich mich, wenn ich mich hinlege? Okay, da haben wir jetzt wieder 81. Das heißt, das verschafft uns ein bisschen Zeit. Wir brauchen Feuerholz. Haben wir hier noch. Dann müssen wir wahrscheinlich hier einfach mal Talg herstellen. Oh, super, es fängt zu regnen an. Das Feuer ist also gleich aus. Es ist eigentlich schon aus. Nicht nur gleich, es ist schon aus. So schnell geht's. Nee. Wo ist jetzt eigentlich mein Speer hin? Da ist er noch. Haben wir den zumindest wieder. Gurken. Gurken können wir auch holen, ja. Muss nur mal schauen, wie wir jetzt unseren entsprechenden Talg herstellen. Aus Tierfett.
Tage ist hergestellt. 5 Verbände haben wir wieder. Gut, sehr gut. Ah ja. Wie viele haben wir da jetzt bekommen? Doch gleich so viele. Das ist nicht schlecht. Kann man die aber, die kann man jetzt, kann man die ernten? Also das war Saatgut. Ah ja, Saatgut habe ich wahrscheinlich, ah ja, habe ich eh bekommen. Immer fleißig anbauen. Bauen wir mal Melonen da an. Ja, also nahrungsmäßig haben wir, glaube ich, keine Probleme. Das läuft, so wie es laufen soll. So, wir brauchen allerdings mal für unsere Schmieden ein Dach. Das wäre schon wichtig. Flachdach möchte ich eigentlich nicht bauen. Und Schrägdach wäre ganz cool. Da brauchen wir jetzt Lehm. Okay, dann bauen wir aber erstmal das hier. Das Dachelement. Holzscheiter und noch Bretter. Sehr gut. Fehlen nur noch die Holzscheite. Und von den Vampir-Zombies fehlt immer noch jede Spur. Seltsam irgendwie. Die würde ich nämlich jetzt schon noch ganz gerne sehen. Aber die kommen wahrscheinlich nachts, oder? Weiß das jemand zufällig? Die Schmieden haben ein Dach über dem Kopf. Nur Geduld, mein Freund. Lass ich mich überraschen. Geht nicht. Schnappen wir uns die anderen geschwind so.
Zumindest wissen wir jetzt auch mal, für was der Lehm gut ist. Hoppala. Der alte Mann hat sich zu Bett begeben, bin aber noch über das Handy noch bei dir. Du, kein Problem. Das ist hier kein Pflichtprogramm, also. Aber freut mich natürlich, dass du noch dabei bist. So ist es nicht. Sehr schön. Also ich glaube, das Dach könnte man sogar noch fertig bekommen, wenn es so weitergeht. Klappt gerade richtig gut mit dem Bauen. Da drüben haben wir noch ein paar Bretter. Okay, die bringe ich nicht mehr rein. So, holen wir uns gleich nochmal eine Fuhre Holz. Okay, dann freut es mich natürlich. Müssen wir uns nur noch um Lehm kümmern. Ah, da komme ich. Ah doch, geht sogar. Aber gut, diese Lehmsteine hat man ja hier. Zum Glück zur Genüge. Lehm ist schwer. Lehm ist gescheit schwer. Brauchen wir hier nichts mehr. Da hinten haben wir noch ein paar. Ui. Was wiegt denn so ein Lehmklotz? Gewicht 7. Gut, ich habe natürlich auch Rindenmulch wieder massig dabei. Wobei ich mir den natürlich nicht entgehen lassen möchte. Den Rindenmulch, aber mal schauen, ob ich den gleich wiederfinde.
Nee, aber gut, bekommen wir hier relativ schnell wieder. Nee, immer noch überladen. Immer noch ein bisschen zu viel. Jetzt geht's. Da fehlen Holzscheite. Wollen wir noch ein bisschen Holz holen, bevor es dunkel wird und wir wahrscheinlich Besuch bekommen. So. Gleich mal wieder was futtern. Drück mal die Taste F. Ja. Du meinst wegen dem Durst? Weil Energie passt ja eigentlich. 9.46 Uhr. Ah, oder weil um 10 Uhr die schrecklichen Gestalten kommen. Die Vampir-Zombies. Lehm. Da fehlen nur noch. Ui, 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 ui. Jetzt ist es aber gescheit finster. So, es ist noch früh am Morgen. Ich glaube, wir legen uns noch eine Stunde hin. So, jetzt kann man zumindest auch wieder was erkennen. Haha! Eine Möwe haben wir da erwischt. Super. Ab Tag 5. Habe ich Tag 3 eingestellt oder Tag 5? Ja, Tag 5 wahrscheinlich dann. Das könnte sein, ja, stimmt. Das könnte sehr gut sein. Okay, es fehlt wirklich nur noch der Lehm. Überall. Dann holen wir den jetzt aber gleich mal. Machen wir den noch. Den Lehm. Und dann lasse ich's langsam aber sicher eh gut sein. Bär schon wieder in der Nähe. Hoffentlich greift mich der nicht gleich wieder an.
Du, alles gut, kein Problem. Die beiden nehmen auch noch geschwind mit. Wunderbar. So, jetzt fehlen noch, sage und schreibe, zwei Elemente. Und dann haben wir es geschafft. Nummer 1, Nummer 2. Perfekt. Unsere Behausung steht. Hier drin auch einigermaßen gemütlich. Ein bisschen finster ist es, aber gut. So, noch eben kurz. Nee, wir haben nichts zu trinken dabei, aber eine Melone. Die ballern wir jetzt rein. Perfekt. Ja. Ihr Lieben, ich würde es dann an der Stelle gut sein lassen. Ein ja etwas chaotischerer Stream, kann man wirklich so sagen, geht zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Nächste Woche dann Resi 2 machen wir fertig. Ich hoffe, dass es dann wieder ja gescheit läuft. Heute war es ja nicht so astrein. Genau, Bergwald Ranger. Jetzt ist Schicht im Schacht, Feierabend. Ja, ihr Lieben, danke wie gesagt fürs Zusehen, danke für eure Zeit. Ich hoffe, wie gesagt, es hat zumindest ein bisschen Spaß gemacht und ja, bis nächste Woche. Euch jetzt noch einen schönen Samstag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und ja, man sieht sich. Macht's gut, bis dahin, Servus und danke nochmals. Ciao, ciao.